Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Sime the Sorcerer 4. Okay, schauen wir uns nochmal hier ein bisschen um. Gibt's hier noch was Interessantes? Ich wette, wenn die Papiere in diesen Ordnern in Flammen aufgingen, stürzt auf der Stelle das Universum in sich zusammen. Hier? Ein Schriftrollenregal mit Weinflaschen drin würde es mir besser gefallen. Dann haben wir nochmal die Klingel, Druckerpresse. Was haben wir denn? Wir haben jetzt einmal Steckbrief haben wir, ein Modell. Liebesbriefe. Bin ich nochmal einen Bauplan oder irgendwas gefunden? Geheimplan haben wir noch. Die Übersichtskarte. Vielleicht können wir uns da nochmal irgendwas rausholen. Gib mir nochmal irgendwas aus dem Archiv, dass du da weg bist. Du arbeitest immer noch am Musikverbot? Ich bin beinahe fertig. Jetzt muss ich es nur noch drucken. Ah, okay. Ich benötige Informationen zum Formular B5, Paragraph 3, Abschnitt 2, Ziffer 9. Einen Moment bitte. So, dann machen wir. Ein Schriftrollenregal. Ein Schrift... Okay. Ich wette, wenn die Papier... Da können wir tatsächlich nichts weiter angehen. Eine Druckerpresse, die ohne Strom funktioniert. Wenn man hier den Kopf reinsteckt, könnte man sich einen coolen Spruch auf die Stirn tätowieren. Cool. Der Allzweckbeamte wird das sicher nicht mögen, wenn ich dort herumfummle. Ich sollte mich besser nicht von ihm erwischen lassen. Ah, okay, dann schicken wir dich nochmal weg. Du arbeitest immer noch am Musikverbot? Ich bin beinahe fertig. Jetzt muss ich es nur noch drucken. Ich benötige Informationen zum Formular B5, Paragraph 3, einen... So, genau, verzieh dich mal kurz. Gehe ich mal daran. Ein paar Buchstaben umsetzen und schon wird das Musikverbot aufgehoben. Ich verstehe nicht, was die Leute immer jammern. Politik zu machen ist bocksimpel. Mhm. So. Bist auch wieder da? Eigentlich noch gerade was anderes? Aktenordner, Schriftrollen, egal, nö. Ah! Okay, dann musst du tatsächlich gerade nochmal weg. Na gut, ich glaube, das ist der, der halt raussteht. Ja, bitte. Ich benötige Informationen zum Formular B5, Paragraph 3, Abschnitt 2, Ziffer 9. Einen Moment, bitte. Dachte ich mir doch, dass der irgendwas ist. Her damit. So. Ah ja, dachte ich es doch. Dies betrifft das Antidiskriminierungsgesetz und seine Auswirkungen auf goblinoide Bürger. Oh ja, passt. Ich gehe dann mal. So, Bauplan. Also zwei Stück haben wir. Ich weiß nicht, ob das mit dem Geheimgang schon zählt. Okay, ich glaube, dann haben wir sonst hierbei alles soweit erledigt, oder? Werbung für irgendeine öde Tanzveranstaltung ohne Musik, zu der ich bestimmt nicht gehen werde. So, offizieller Aushang. Gibt's da was Neues? Oh, ein neuer Aushang. Hier steht, so frotige Aufbehung des Mufixerbots. Na sowas, wer hätte das gedacht? Ich glaube, da hat jemand YouTube-Kommentare geschrieben.
So, vielleicht kann ja der Sumpfling. Wir haben ja da ein Gemälde von der Mona Lisa gefunden. Vielleicht hat er ein bisschen was zu erzählen. Vielleicht können wir damit ja irgendwie den Julius. Hallo, ist jemand da? Die Unschuld Hallo? Beweisen. Ich möchte rein. Lauter Bilder. Woran erinnert mich das bloß? Mhm. Nicht anfassen, bitte. Ich ganzes Tag Staub gewischt. Jetzt alles sauber, blitz und blank. Okay. Erzähl doch mal. Simon, Freund, du mir jetzt sagen, können wir alles kommen zur Mitgliederversammlung? Na, was machst du derzeit so? Ich daran bin, Ansprache zu schreiben. Ich alle Freunde begrüßen will. Ich dann erzählen will, wie traurig ich war, als ich noch keine Freunde. Ich versuche nicht zu lang zu reden, aber nicht schaffen, unter 5 Stunden zu kürzen. Und, wie geht's? Sumpfling sich fühlen wunderbar. Sumpfling sich freuen riesig auf die vielen Gäste. Ich bereits darüber nachgedacht, Zelt zu mieten, falls nicht alle Platz hier drin. Kannst du mir sagen, wie ich in die Burg gelange? Ich nicht wissen, weil ich Vereinshaus nicht verlassen kann. Zu viel Arbeit hier. So viele Gäste erwarten. Aber du doch selbst am besten wissen, wie dorthin gelangen. Du so oft schon in der Burg gewesen. Warum liegen hier so viele Handschuhe herum? Das ich auch nicht ganz verstehen. Beim Putzen und Saubermachen immer mehr Handschuhe auftauchen. Sie dem Vorbesitzer gehören müssen. Er sie vergessen hat. Merkwürdig sein, dass alles rechte Handschuhe sind. Er scheinbar war rechtshändiger Handschuhfetischist. Rechte Handschuhe? Könnte auch ein einarmiger Bandit gewesen sein. Du einen Handschuh nehmen kannst, wenn du willst. Ich allen Mitgliedern einen Handschuh geben möchte, aber ich nicht wissen, ob es reicht, weil ich bis jetzt nur 500 Stück gefunden. Was machen all diese Bilder hier? Kunstwerk schon hier gewesen, als ich Vereinshaus gekauft. Deshalb auch so teuer gewesen. Sumpfling alle seine Ersparnisse ausgeben musste. Ich würde mir diese Bilder gerne mal genauer ansehen. Nicht anfassen, bitte. Ich ganzes Tag Staub gewischt. Jetzt alles sauber, blitz und blank. Ich habe das Mitgliederverzeichnis überprüft und weiß jetzt, wer alles kommen wird. Ja, du wissen jetzt, wie viele Mitglieder der Verein, wie viele 100 Gäste kommen werden? 100? Nein, ganz so viele sind es nicht. Wie weniger als 100? Oh, aber doch mehr als 50? Es sind genau gesagt geringfügig weniger. Noch weniger? Aber weniger als 30 es sicher nicht sein. Doch, schon noch ein paar weniger. Etwa nur 10? 5? Nun... 2? Tja... 1? Du mitgerechnet? Wie? Du sagen willst, damit es niemand kommt? Nicht wahr sein kann, du bösen Scherz machen! Erzählt hast du, viele Freunde kommen! Erzählt hast du, alle kommen! Tut mir leid, aber dein Verein besitzt keine Mitglieder. Das nicht sein kann! Du Lügen! Wie jetzt? Du nennst mich einen Lügner? Ja, du Lügner bist! Du mir sagen, ich viele Freunde! Du mir jetzt sagen, ich habe überhaupt keine Freunde! Es dir aber nichts wird nützen, denn Lügen haben kurze Augen! Es heißt, Lügen haben kurze Beine. Und du bist hier der Einzige mit kurzen Stelzen. Du schon wieder die Unwahrheit sagen, ich nicht mehr ertragen kann. Lass mich alleine. Geh mir aus den Ohren. Aus den Ohren? Heißt das nicht aus den Augen? Du mich schon verstanden. Du mich betrogen. Du mich über den Stuhl gezogen. Ja, es deine Idee mit dem Verein war. Du bereits wusstest, dass niemand kommen wird. Du dich nur lustig machen wollen über Sumpfling. Warum du getan das? Ich dich immer wie Freund behandelt, dir immer Suppe gegeben. Na, da will ich nicht wissen, wie du deine Feinde behandelst. Du bald sehen, wie ich meine Feinde behandeln.
ich zurück in Sumpf gehen. Ich dich nie wiedersehen will. Und du nie wieder Sumpfsuppe von mir erhalten. Nie wieder. Nie wieder Sumpfsuppe? Die ganze Angelegenheit hat also auch gute Seiten. Ach ja, irgendwie tut er mir ja schon leid, der Sumpfling. Na gut, dann können wir uns jetzt hier aber mal umschauen. Das kann ich so nicht mitnehmen. Das Bild ist so schwer, ich kann es nicht mal anheben, um es abzunehmen. Das sind ja auch zwei, oder? Und was soll ich auf diesem Bild finden? Einen Geheimcode? Merkwürdig, hier blättert die Farbe ab. Scheint so, als hätte jemand ein anderes Bild übermalt. Da hat jemand einen riesen Nagel in den Balken gehauen. Offensichtlich wird er für den tonnenschweren Bilderrahmen gebraucht. Hey, das Ende ragt sogar hinten heraus. So lang ist dieses Ungetüm. Wir haben doch unseren Hammer. Können wir den vielleicht raushauen? Keine Ahnung, was ich damit machen soll. Ach, da ist die Nagelspitze. Okay. Versuchen wir das mal. Ah, rohe Gewalt. Wie habe ich das vermisst? Okay. Ups, wo ist denn der Nagel hingeflogen? Dieser Vorschlaghammer plus zwei lässt sich einfach nicht vernünftig dosieren. Ja, irgendwie schon. So, jetzt können wir das ja abreißen, oder? Ich glaube nicht, dass das noch jemand braucht. Okay, damit können wir sonst nichts mehr anfangen. Ich sehe nichts Besonderes. Oh, noch ein Glas. Ein Tigerfell hätte mir besser gefallen. Lebensenergietrank. Können jetzt ja Sumpfsuppe verkaufen. Wäre vielleicht eine Idee. So, wir haben jetzt ja die Mona Lisa. Können wir vielleicht das irgendwie... genau, das war ja von dem Villa-Besitzer, wenn mich nicht alles täuscht. Du, ich glaube, wir haben dein Bild gefunden. Hallo, wir kennen uns doch. Aber dein Zustand lässt wirklich immer mehr zu wünschen übrig. Langsam gehst du mir auf die Nerven. Natürlich kennen wir uns. Was willst du jetzt schon wieder? Kannst du mir sagen, wie man in die Burg reinkommen kann? Das konnte ich mal. Aber neuerdings bin ich da nicht mehr gern gesehen. Das muss wohl mit meinen finanziellen Schwierigkeiten zusammenhängen. Du siehst mir nicht so aus, als wenn sie dich dort wärmer empfangen würden. Vorurteile. Nichts als Vorurteile. Die Welt ist schlecht, gemein und dreckig. Oh ja, das ist sie. Aber damit sagst du mir wirklich nichts Neues. Ist noch irgendwas? Als ehemaliger Geldadel hast du doch sicher schon was über gewisse Kunstdiebstähle in dieser Gegend gehört. Oh ja, sicher erinnere ich mich. Dieser Bastard von einem Kunstdieb hat mein wertvollstes Bild geklaut. Und was soll ich dir sagen? Es ist wie vom Erdboden verschluckt. Das Einzige, was man gefunden hat, war ein linker weißer Handschuh. Dieser Blödmann war so dreist, sein Markenzeichen am Tatort zurückzulassen. Ein linker weißer Handschuh, sagst du? Wie extravagant. Das finde ich auch. Aber da hat sich der Schurke verrechnet. Sie haben ihn nämlich deswegen gefunden. Der Schneider war es, der die Handschuhe hergestellt hat. Bei ihm hat man nämlich jede Menge weißer Handschuhe gefunden. Jetzt sitzt dieser Halunke im Gefängnis. Aber das ist alles schon eine Weile her. Man hat nur ein paar weiße Handschuhe bei ihm gefunden? Sonst nichts? Nein, aber ich bitte dich. Wer hat schon ein Dutzend rechte weiße Handschuhe zu Hause? Zum Beispiel ein Schneider, der Handschuhe herstellt. Hm,
Da könnte was dran sein. Aber sicher ist sicher. Besser, Sie behalten diesen Schneider im Kerker, ehe noch mehr Bilder verschwinden. Genau. Am besten sollte man einfach alle Leute einsperren. Dann kann niemand mehr etwas klauen. Hallo, wir kennen uns doch. Langsam. Ach, eigentlich wollte ich ja nur mal hören, ob du dich erholt hast. Scheint nicht der Fall zu sein. Tja, dann bis später. Okay, ich dachte, du hast noch was zu erzählen, aber hey. Also gut, wir sehen hier, die sind dann doch sehr pragmatisch, was Rechtsprechung angeht. So, haben wir denn... Guck mal, hier ist doch noch was. Hey, dieses Zimmer ist noch unaufgeräumter als meins. Super, der nächste. Seltsam. Das ist ja ein Bauplan der Burg. Ich glaube, sonst dürfte hier nichts Interessantes mehr sein. Nö. Prima. Oder gucken wir uns mal die Fallen nochmal an. Das wäre vielleicht auch noch eine Idee. Autsch! Was ist das denn? Oh, hätte ich vielleicht mitrechnen können. Wow, guter Stoff. Hey, das Ding da auf dem Boden ist ein Bodenkontakt, der einen Dartschuss auslöst. Glücklicherweise sind die Darts nur mit einem Betäubungsmittel behandelt. Genau, da haben wir den leeren Betäubungspfeil. Ein Pfeil mit richtig gutem Schlafmittel. Blöderweise ist keins mehr drin. Das Zeug steckt mir jetzt noch in den Knochen. Ah, wir haben doch eine Dartscheibe. Können wir da vielleicht einen Dart auffangen? So einen Pfeil? Sehr schön. 20 Punkte. Besser hätte es nicht klappen können. So. Gut, damit hätten wir das soweit. So, Hickenstein haben wir, Eisenbein haben wir, Münzstern. Ein Modell, das heißt, fehlt noch ein Entwurf. Oder halt das mit dem Geheimgang ist auch ein Entwurf. Das ist halt auch so eine Geheimplan. Das ist eine Kritzelei der Königsburg mit einem ganzen Haufen Geheimgänge. Ich hoffe, irgendeinen davon gibt's wirklich. So, was brauchen wir denn noch? Den Diamanten haben wir ja, glaube ich, auch noch. Genau. Zettel mit der Kombination. Das heißt, das hätten wir auch erledigt. Vielleicht haben wir bei Kalypso ja was Neues. Schauen wir da nochmal schnell vorbei. Na, ihr zwei? Hallo, Simon. Immer noch auf der Suche nach Beweisen? Was ist das eigentlich für eine überdimensionierte Waschmaschine? Das ist eine Instant-Maschine. Damit kann man alle möglichen Dinge in hochkonzentriertes Pulver verwandeln. Ah, so eine Art Tütensuppenmaschine. Das auch. Man kann aber wirklich alles Mögliche zu Pulver verarbeiten und unter Zugabe von Wasser wieder zurückverwandeln. Der Hersteller behauptet, dass das sogar mit Lebewesen funktioniert, aber das habe ich noch nicht ausprobiert. Es wäre ja furchtbar, wenn es nachher doch nicht klappt. Könntest du das mal demonstrieren? Ich helfe dir auch hinein. Nein, nein, das mache ich nicht mit. Ich traue dem Hersteller nicht. Außerdem heißt es, dass man Magie benötigt, damit die Seele des Lebewesens auch ins Instantpulver wandert. Du wirst also nicht der Richtige, um das auszuprobieren.
Hey, danke, dass du mich an mein bescheidenes Magietalent erinnerst. Ich glaube, dein Doppelgänger hat da deutlich mehr zu bieten. Wie in anderer Hinsicht übrigens auch. Was muss ich tun, um in die Burg zu kommen? Komisch. Dein Doppelgänger hat damit keine Probleme. Wie kommt das? Schon gut. Ich werde einen Weg finden. Kann ich mir dieses Zauberkostüm borgen, das dort drüben im Regal liegt? Aber Simon, das kann ich dir niemals anvertrauen. Das ist Kalypsos erstes Zaubergewand. Er trug es, nachdem er seinen ersten Zauberermeistertitel gemacht hat. Da war er 3 Jahre jünger als du. Also gut, was willst du dafür haben? Es ist nicht verkäuflich. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit, Schätzchen. Wie viel? Ich sagte nein. Puh, dann behalte doch deinen Fetzen. Ich komme wieder. Und vergiss die Beweise nicht. Okay, dann wäre vielleicht in der nächsten Folge mal mit Kalypso. Vielleicht hat der Lust, irgendwie hier mit als Gespenst zu arbeiten. Mal gucken. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin macht's gut und ciao, ciao.